Friede. Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater im Himmel, denn auf der Erde ist Krieg. Krieg ist zwar andauernd und überall auf der Welt, aber jetzt ist er in unserer Nachbarschaft. Seit über 70 Jahren hatte sich Europa doch mehr oder weniger als Friedensprojekt bewährt. Das Jahrhundert der Katastrophen um die beiden Weltkriege herum lag hinter uns. Auch die anschließende Phase des Kalten Kriegs nahm mit den Wendejahren um den Fall der Berliner Mauer 1989 und weiteren friedlichen Revolutionen in Europa vor rund 30 Jahren ein Ende. Und jetzt haben wir seit Donnerstag einen Krieg in Europa in einer Größenordnung, wie ihn die Jüngeren nur aus der Geschichte kennen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vorgestern. Ihr Lieben, selten ist mir ein Predigteinstieg so schwer gefallen wie heute. Und es ging dabei gestern und vorgestern nicht nur darum, das rechte Wort zu finden, sondern ich hatte Schwierigkeiten, überhaupt ein Wort zu finden, das man jetzt predigen könnte. Die Welt scheint mehr denn je in archaischen Denkmustern gefangen, von Sicherheitsarchitekturen und nationalistischen und sonstigen Abgrenzungen. Denkmuster, aus denen sich Militarisierungsspiralen in Gang setzen und immer neue gewaltsame Konflikte provoziert werden. Und so wird seit Donnerstag das Wort, mit dem ich die Predigt begonnen habe, das manchmal wie eine ritualisierte Gottesdienstformel klang, plötzlich sehr nah, persönlich und überlebensnotwendig. Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater im Himmel, denn auf der Erde ist Krieg. Allein dieser Friede, der allen Verstand übersteigt, kann jetzt noch ein Grund sein, auf dem wir in dieser Zeit sicher stehen können. Aber wie kann Gott, der Vater im Himmel, noch ein Felsen in dieser Zeit sein? Darüber habe ich gestern und vorgestern nachgedacht und mir sind ein paar Dinge eingefallen und andere habe ich gefunden. Es wird also eher eine Konfetti-Predigt werden, in der ich versuche, ein paar bunte Punkte in unsere Mitte zu werfen, die uns in dieser Zeit helfen können. Und das passt ja dann doch auch irgendwie zu Fasching. Ich hatte letzte Woche nämlich eigentlich schon einen Plan für diesen Faschingsgottesdienst, den 46. Jahrestag meiner Bekehrung. Und als frohmachende Botschaft, die ich euch predigen wollte, hatte ich vorgehabt, über die unterschiedlichen Rollen zu sprechen, in denen man so unterwegs sein kann und darüber, wie das therapeutische Ausprobieren verschiedener Rollen mit Karneval zusammenhängt. Den Gedanken, in meiner Mönchskutte zu predigen, hatte ich als erstes verworfen, als ich am Donnerstagmorgen aufwachte. Ich war, wie so viele andere auch, von der Nachricht des Krieges in der Ukraine geschockt und völlig aus der Bahn geworfen. Ich saß vor dem Fernseher und wollte es einfach nicht glauben. Ich habe geweint und habe in tiefen Seufzern gebetet. Das letzte Mal habe ich das wohl in dieser Intensität am 11. September 2001 erlebt. Da war ich auch im Homeoffice und saß wie gelähmt vor dem Fernseher, konnte keinen klaren Gedanken fassen und war wie gebannt von dem, was da geschah. Und doch war es jetzt am Donnerstag noch einmal ganz anders, persönlicher. Und das nicht nur, weil der Krieg in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ausgebrochen ist und nicht in weiter Ferne, sondern als ich die Landschaften, die Häuser, die Straßen, die Menschen sah, da kamen in mir die ganzen Erinnerungen hoch, wie ich selbst dort Mitte der 90er Jahre stand
und 10.000 Bibeln an Jugendliche in der Ukraine verteilt habe. Ich habe den ukrainischen Jugendlichen das Evangelium gepredigt. Und jetzt werden die meisten von den 10.000, die mir damals zugehört haben, entweder auf der Flucht sein oder kämpfen und sterben. Und das hat mich tief betroffen. Und dann habe ich versucht, da durchzudringen, habe den ganzen Donnerstag über zwischen den Nachrichten immer wieder christliche Kinderlieder gehört. Und damit versucht, zu einem kindlichen Vertrauen zurückzufinden, dass der Vater mit uns ist, was auch immer um uns herum passiert. Gott hat uns die Musik ja als Hilfe, gerade in solchen Zeiten, geschenkt. Und das war auch schön, aber auch irgendwie surreal. Denn auch wenn sich der christliche Glaube ja eben in diesen beiden Dimensionen bewegt, eingedenk der Auferweckung Christi als Treue zu einer transzendenten Hoffnung und eingedenk des Kreuzes Christi als Treue zur Erde und unserem irdischen Dasein mit allen Schmerzen und auch allen Genüssen. Meine Frage blieb doch unbeantwortet. Was soll man in dieser Zeit bloß predigen? Ich musste dann an die Geschichte denken, die ich den Jugendlichen gerne erzähle, wenn sie das Gefühl haben, dass alles verloren ist. Es ist die Geschichte von einem König, der unglaublich reich war. Und eines Tages rief dieser König alle weisen Frauen und Männer aus seinem ganzen Königreich zusammen in sein Schloss und er gab ihnen folgende Hausaufgabe. Es gibt auf dieser Welt einen ganz besonderen Ring. Wenn man traurig ist und ihn anschaut, dann macht der Ring einen wieder glücklich. Wenn man sich aber glücklich fühlt und den Ring dann anschaut, dann macht er einen traurig. Diesen Ring will ich besitzen. Also geht los und sucht ihn für mich. Lange Zeit beratschlagten die Weisen nun, wie sie den Ring finden könnten, aber sie kamen zu keinem Ergebnis. In ihrer Not wandten sie sich an einen uralten Greis, dem nachgesagt wurde, dass sich ihm alle Geheimnisse der Welt offenbarten, und den baten sie um Rat. Der Alte zog schweigend einen Ring von seinem Finger und gab ihnen, den Weisen, mit den Worten: Unter dem Edelstein befindet sich ein Deckel. Sagt eurem König, dass er diesen Deckel nur öffnen darf, wenn alles verloren erscheint, wenn sein Leiden unerträglich geworden ist und wenn er selbst vollkommen hilflos ist. Nur dann wird er die Botschaft des Rings verstehen. Der König war sehr froh, als er den Ring bekam, und lange Zeit hielt er sich auch an die Bedingungen des Rings. Aber dann wurde er eines Tages von einem anderen Königreich angegriffen, das mächtiger war als sein eigenes, und er verlor alles. Der König floh aus seinem Land, um sein Leben zu retten. Doch die Feinde verfolgten ihn. Als sein Pferd zusammenbrach, lief er zu Fuß weiter, gejagt von den feindlichen Verfolgern. Und dann, als schon alles verloren schien, als er fast schon das Schnauben der Pferde der Feinde in seinen Ohren hören konnte, da erinnerte er sich an den Ring. Mit zitternden Händen öffnete er den Deckel und las die Botschaft, die ihn vor seinen Feinden retten sollte, von der er sich so viel erhoffte. Und es war nur ein Satz, der in dem Ring stand, und der hieß: Auch das geht vorbei. Da musste der König lächeln und verstand. Wir haben hier keine bleibende Stadt, weil wir auf der Heimreise sind, ihr Lieben. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde, dichtet Hermann Hesse, uns neuen Räumen jung entgegensenden. Das Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohlan, dein Herz, nimm Abschied und gesunde. Ich habe dann Hermann angerufen und mich mit ihm abgestimmt, und ich hatte ja zunächst die Idee, ob wir vielleicht gar nicht predigen und den ganzen Gottesdienst über einfach nur Gott bestürmen und ihn anflehen, dass er Frieden schenkt oder doch zumindest das Leiden der Menschen in der Ukraine mildert, die sich zu Recht
in weiten Teilen doch nur als Bälle in einem Spiel zwischen den großen Machtblöcken fühlen, dass sie nur verlieren können, wie es eine junge Studentin Katharina Pomesana ausgedrückt hat. Und Gebet ist auf jeden Fall, wie immer, so auch jetzt, eine der wichtigsten Handlungsoptionen, die wir haben. Gebete wie zum Beispiel das Gebet aus der Deklaration der Vereinten Nationen mitten im Zweiten Weltkrieg 1942. Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, nicht von Hunger und Furcht gequält, nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung. Amen dazu. Das habe ich auch gebetet, ja, aber danach wusste ich immer noch nicht, was ich predigen kann. Und dann hat mich meine vierjährige Enkeltochter Lillian angerufen und gefragt, ob ich Zeit hätte. Und ich sagte, ach, wie schade, nein, ich will am Sonntag predigen, weißt du, und ich weiß noch nicht, was ich den Menschen von Gott sagen soll. Es war kurz still am anderen Ende der Leitung und dann sagte sie, Opa, du musst den Kopf aus der Sonne nehmen, die Sonne blendet dich. Du musst den Kopf aus der Sonne nehmen, die Sonne blendet dich sonst. Und da wurde mir schlagartig klar, was ich tun musste. Meine tolle Enkeltochter Lillian hat auf den Punkt gebracht, was der alte Hoffnungstheologe Jürgen Moltmann einmal so gesagt hat, wenn wir beten, suchen wir nicht unsere eigenen Wünsche, sondern wir suchen die Wirklichkeit Gottes und wollen ihm begegnen und brechen damit aus den lähmenden und blendenden Spiegelsaal unserer Wunsch- und Angstbilder aus, in denen wir gefangen sind. Wir erwachen aus den Erstarrungen und der Taubheit der Gefühle. Das war notwendig und das ist notwendig. Also habe ich den Fernseher erst einmal ausgemacht und nicht mehr ständig in das blendende Licht der schrecklichen Kriegsberichterstattung geschaut, sondern auf das wärmende Licht Gottes, das mich vor 46 Jahren an Fasching 1976 eingehüllt hat und mich seitdem immer getragen und geführt hat. Und dann habe ich gregorianische Gesänge von BenediktinerInnen in den CD-Player gelegt, die mir seit 1976 so vertraut sind und mir emotionalen Frieden geben, und dann habe ich die den ganzen Tag gehört, während ich die Predigt vorbereitet habe. Und dann fiel mir ein, dass der Name dieses Sonntags im Kirchenjahr, der Sonntag Esto Mihi, sich vom Beginn der lateinischen Antiphon ableitet, Esto Mihi in lapidem fortissimum et in domum munitam ut salves me. Neige dein Ohr zu mir, rette mich rasch, sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meiner Rettung. Führe und leite mich um deines Namens willen, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Der Sonntag Esto Mihi beginnt im Kirchenjahr die Spannung wieder zu steigern, heißt es in der Liturgiebeschreibung, indem er das Leiden als einen Bestandteil der Erlösung und der Nachfolge betont. Auf der Erde gibt es keinen dauerhaften Frieden. So hat es der König in der Geschichte gesagt, als er den Ring des Glücks beschrieb. Wenn man traurig ist und ihn anschaut, dann macht der Ring einen wieder glücklich. Wenn man sich aber glücklich fühlt und den Ring dann anschaut, dann macht er einen traurig. Seit 70 Jahren haben wir das in Europa vielleicht allzu sehr verdrängt und gedacht, der Krieg käme nicht mehr in unsere Nähe. Vielleicht hat uns das unachtsam werden lassen. Vielleicht hätten wir alljährlich mehr auf den Sonntag Esto Mihi hören sollen. Denn Esto Mihi ist der Sonntag vor dem Beginn der Fastenzeit. Und die Fastenzeit soll uns helfen, den Kopf aus dem blendenden Sonnenlicht des Alltags zu nehmen und uns auf die Rettungsaktion Gottes an Ostern zu fokussieren. Esto Mihi, sei mir, oder besser Erit Nobis, sei uns ein starker Fels, auf dem wir zwar ein wenig wanken werden, von dem aus wir aber nicht in den Abgrund stürzen werden. Ja,
wir sind aus der Balance geworfen, weil dieser Krieg auf jeden Fall auch Auswirkungen auf unser ganz persönliches Leben haben wird. Nicht nur, dass die Energiepreise noch weiter steigen werden, als sie es ohnehin schon tun. Nicht nur, dass uns die Hände bei allen Überlegungen zu Reaktionen auf Putin in gewisser Weise gebunden sind, wenn wir keinen dritten Weltkrieg heraufbeschwören wollen. Es hat doch auch ganz kleine alltägliche Auswirkungen in unsere Nachbarschaft hinein. An meiner Schule habe ich am Donnerstagvormittag gleich meine Kollegin darauf vorbereitet, die an dem Tag Dienst hatte, dass es sein kann, dass es Konflikte geben wird zwischen russischstämmigen Schülern und ukrainischstämmigen Schülern. Und mit der Schulleitung habe ich am Donnerstag zusammen überlegt, dass ich nächste Woche am Donnerstag nach Fasching ein interreligiöses Gebetstreffen gestalten soll, in dem alle SchülerInnen, die sich nach Frieden sehnen, teilnehmen können. Denn hat Gott nicht versprochen, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, egal aus welcher Richtung, dass er sich dann von uns finden lassen will und wird? Und ich glaube, so kann Gott, so kann das kindliche Vertrauen darauf, dass Gott existiert, also der Glaube, ein Felsen in unserer Zeit sein. Und dann ist die Hoffnung ein weiterer Punkt, aus dem der Fels, der Gott für uns ist, besteht. Natürlich gab es am Donnerstag auch schon wieder die unvermeidlichen Endzeitbeschwörungen. Jetzt sei es soweit, jetzt würde das Ende beginnen, jetzt stünde die Entrückung und das Ende der Welt unmittelbar bevor, man solle sich bereit machen. Und in all dem auch wieder die Fantastereien darüber, dass Putin der Gesandte Gottes sei, der jetzt von Moskau aus das Gesetz Gottes und Gottes Ehre in einer gottlosen Welt wiederherstellt, gegen die westliche Aufweichung der ethischen Prinzipien Gottes. Ein Blick ins Geschichtsbuch zeigt natürlich, dass Kiew der Geburtsort der orthodoxen Kirche im Jahr 988 gewesen ist und nicht Moskau. Die geopolitische oder sagen wir spiritupolitische Richtung wäre also eine ganz andere. Aber das mal nur nebenbei. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben dieselben Leute so etwas auch über Trump gesagt. Deswegen ist es so gut, eine Fastenzeit zu haben, denke ich, in der wir uns auf Karfreitag und Ostern fokussieren und immer wieder neu entdecken, so handelt Gott in der Welt. Er lässt sich lieber ans Kreuz nageln, als dass er am Kreuz der Versuchung erlegen wäre, Legionen von Engeln zur Hilfe zu rufen, die ihn mit Gewalt aus dieser Lage befreit hätten. Außerdem, wie ich es auch schon während der Corona-Pandemie hier gesagt habe, entscheiden nicht die innerweltlichen Umstände die letzte Transformation dieser Welt in unsere ewige himmlische Heimat, sondern die Liebe Gottes allein. Jesus sagt in seinen Endzeitreden in Markus 13, ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Aber lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Das ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei der Geburt. Was wir jetzt erleben und was wir in den letzten beiden Jahren erlebt haben, ist noch lange nicht das Ende, sondern der Anfang der Geburtswehen. Und auch da ist es, glaube ich, wichtig für uns als Gemeinde und als Christen in unserer Nachbarschaft, dass wir Ruhe bewahren. Und dass wir ein klares Statement setzen und dass wir sagen, worauf es ankommt, nämlich den Blick auf Jesus zu richten und ihm zu vertrauen. Und auch dazu lädt uns der Faschingssonntag Esto Mihi ein, indem er eben die Fastenzeit als eine Fokussierungsmöglichkeit auf die Existenz Gottes und sein Handeln in der Welt deutet. Sei mir ein starker Fels. In deine Hand befehle ich meinen Geist.
Unser lieber Bruder John Ronald Royal Tolkien hat dieses Wort von Jesus ja ganz wunderbar und eindrücklich umgesetzt in seinem Buch Herr der Ringe. Da gibt es eine Szene, die mich schon immer nachhaltig bewegt und beeindruckt hat. Gandalf sitzt mit Pippin in der Stadt Minas Tirith kurz vor dem Zerstörungsangriff der dunklen Mächte. Der Gegner ist übermächtig und der Tod erscheint unausweichlich. Gandalf sagt, Dinge geraten nun ins Rollen, die nicht aufzuhalten sind. Und Pippin antwortet verängstigt, ich hätte nicht gedacht, dass es so endet. Und Gandalf antwortet, endet? Nein. Hier endet die Reise nicht. Der Tod ist nur ein weiterer Weg, einer, den wir alle gehen müssen. Der graue Regenvorhang dieser Welt wird zurückgezogen und alles verwandelt sich in silbernes Glas. Und dann siehst du es. Aufgeregt unterbricht den Pippin. Was, Gandalf, was sehe ich? Weiße Strände, lächelt Gandalf versonnen. Und dahinter ein fernes grünes Land hinter einer rasch aufgehenden Sonne. Dann ist es doch nicht so schlimm, sagt Pippin. Und Gandalf bekräftigt, nein, das ist es nicht. Und dann durchbrechen die Orks und Höhlentrolle die Tore und Schmerz und Tod bricht über sie alle herein. Und ich finde, wenn wir schon als Christen unseren Senf dazugeben wollen, dann sollten wir die Fragen danach, ob etwas das Ende sei und ob das Ende schrecklich sei, so wie Jesus und Gandalf beantworten. Und zwar so, dass wir an der Hoffnung festhalten und gleichzeitig aber auch sagen, dass die Hoffnung nicht bedeutet, dass wir vom Leiden nicht betroffen sein werden. Es kann sein, dass wir sterben werden. Es kann sein, dass wir leiden müssen. Aber all das hindert Gott, unseren Vater im Himmel, nicht daran, uns nach Hause zu holen, uns sicher nach Hause zu bringen und diese Welt durch Liebe in unsere ewige Heimat zu transformieren, wenn Gottes Zeit erfüllt ist. Das ist die Spannung, in der wir leben, und das ist die Spannung, die wir aushalten müssen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen, aber lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Es ist erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Gott allein ist unser Fels. Deswegen lasst uns sagen, neige dein Ohr zu mir, rette mich rasch, sei mir ein starker Fels, eine feste Burg zu meiner Rettung, führe und leite mich um deines Namens willen. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Und dann ist ein weiterer Aspekt des Felsens, den Gott für uns darstellt, natürlich unsere Gemeinschaft, dass wir zusammenstehen. So wie wir es in meinem Lieblingslied ja immer wieder singen, gut, dass wir einander haben. Weil Gott in sich selbst Gemeinschaft ist, besteht sein Ebenbild auch in Gemeinschaft. Das Problem in unserer Welt sind zerbrochene und fehlende Beziehungen. Beziehungen zu Gott, Beziehungen zu sich selbst, Beziehungen zu anderen Menschen, Beziehungen zur Schöpfung, auch Beziehungen einzelner Organe zu ihrer ursprünglichen Funktionsweise und so weiter und so weiter. Und wenn das so ist, dann kann doch eine Verbesserung der Verhältnisse nur stattfinden, wenn Beziehungen geheilt werden. Wiederherstellung der Gesellschaft, Wiederherstellung der Gemeinschaft kann nur stattfinden, wenn die Beziehungen zwischen Arm und Reich, rechts und links, jung und alt, Mann und Frau, Christen und Andersgläubigen und was es sonst noch für Zertrennungen geben kann, wenn all diese Beziehungen geheilt werden. Und das ist es doch, was der dreieinige Gott uns schenken will und durch uns der Welt. Heilung durch Beziehung, durch heilende Gemeinschaft. Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer konzipiert, sondern als soziale Wesen erschaffen. In unserem Zusammenleben, in unserer gemeinsamen Anbetung, in unserer gemeinsamen Hingabe und Konzentration auf das Reich Gottes und in unserer tatkräftigen Anstrengung, alles Mögliche zu unternehmen, um einander ganz praktisch auf der großen Reise nach Hause
in unsere ewige himmlische Heimat zu helfen. Da ist Gottes Tempel, da ist Gottes heilige Wohnung. Und genau das passiert ja auch jetzt gerade in der Ukraine. Menschen stehen zusammen, helfen einander und wir sollten genau dasselbe tun. Sehr bewegt hat mich der Bericht von einem Pastor, der in der Stadt Kiew ausharrt und sagt, ich gehe hier nicht weg, weil ich meinen Leuten, meinen Geschwistern, den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, helfen möchte. Da entscheidet sich nicht nur unsere eigene Zukunft, sondern da entscheidet sich die Zukunft der Welt in solchen Taten. Denn an der Liebe, die wir untereinander haben, wird die Welt erkennen, dass Gott lebt und für sie ist, in und unter allen Umständen. Also lasst uns zusammenstehen, lasst uns einander helfen, lasst uns die Verhandlungstische wieder kleiner machen. Auch unter Corona-Bedingungen müssen es nicht 6 Meter sein. Und ganz egal, wie der Krieg ausgehen wird, Russland und die Ukraine und alle Vereinten Nationen werden sich wieder an einen Verhandlungstisch setzen und miteinander reden müssen. Anders kann die Welt im Jahr 2022 nicht funktionieren. Und wir wollen beten und hoffen, dass das eher früher als später passieren wird. Denn Waffen haben keinen Mund zum Sprechen. So beten wir um Frieden in der Ukraine, in Europa. Wir sind in Gedanken und Gebeten und Taten bei den Menschen, die nun die Auswirkungen des Krieges hautnah erleben. Krieg ist Unrecht, bringt Leid und Tod. Krieg vernichtet gewachsenes Leben, Beziehungen, Hoffnung. Wir sind mit unserem Mitgefühl bei den Menschen in den Städten und Orten in der Ukraine, bei den Kindern in Angst, bei den Menschen, die auf der Flucht vor den Angriffen sind, bei allen, die in ihrem Leben bedroht sind, auch auf der russischen Seite. Wir spüren unsere eigene Angst vor einer Eskalation der Gewalt, dass sich die Ordnung in Europa nach Jahrzehnten des friedlichen Miteinanders dramatisch verändert. Und es ist eine Schande für uns in Europa, dass wir diesen Tag nicht haben verhindern können, dass Menschen wieder Opfer von Krieg und Gewalt werden. Wir hatten die Hoffnung, dass in Europa die verheerenden Kriege gegeneinander der Vergangenheit angehören. Wir wollen diese Hoffnung weiter nähren. Wir wollen sie nicht aufgeben. Mögen überall FriedensstifterInnen tätig werden, damit sich die uns vereinende Sehnsucht nach Frieden erfüllt. Wir tragen in all unseren Kirchen heute Morgen unsere Sorgen und Ängste vor Gott. Wir beten um Frieden. Beten hilft, reden hilft und ausbeten erwächst das Tun. Die diplomatischen Bemühungen, diesen Krieg schnell zu beenden, dürfen nicht abreißen. Gewaltlosigkeit in Wort und Tat ist nötig. Worte können verbinden, so wie sie leider auch trennen können. Sie können aufbauen und sie können einreißen. Worte können schützen, verängstigen und ermutigen. Worte führen uns die Beziehung zu einem Gegenüber vor Augen. Sie stehen am Anfang einer jeden Tat, gesprochen, geschrieben oder gezeigt. Dass man seinen Worten auch Taten folgen lassen muss, ist unabdingbar, wenn man etwas voranbringen möchte. Denn Lippenbekenntnisse allein sind wie Schall und Rauch. Worte sind die Grundlage für die soziale Gerechtigkeit, für die es sich dann einzutreten lohnt. Im Anfang von allen anderen Worten war das eine Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Lasst uns
diesen johannäischen Gedanken auf unsere Zeit legen und auf alles, was hier in Europa und auf der Welt gerade passiert. Waffen und Panzer haben keinen Mund zum Sprechen, sie können nur zerstören. Ja, ich habe mich in den letzten 3 Tagen, wie so viele andere, unfähig gefühlt, das Richtige zu sagen. Also habe ich unaussprechlich geseufzt und gehofft, dass der Knoten in meiner Zunge sich löst. Und ich hoffe, das ist mir gelungen am Ende dieser Predigt. Und ich bete, dass auf ehrliche Worte gerechte Taten folgen. Amen.